Aptos möchte die führende Blockchain für den Web3-Bereich werden. Von den Anwendungsfällen ist Aptos ähnlich wie Solana, entwickelt für eine hohe Skalierbarkeit. Angeblich sollen über 150.000 Transaktionen pro Sekunde möglich sein. Ist Aptos wirklich ein Solana-Killer? Wir machen den Vergleich. Die Ansichten auf der anderen Seite über Aptos sind kontrovers. Manche werfen dem Projekt mangelnde Transparenz vor. Was hat es damit auf sich? All das und noch viel mehr klären wir jetzt. Wenn du in Zukunft informiert bleiben möchtest, abonniere einfach den Kanal. Viel Spaß! Aptos Wurzeln reichen ins Jahr 2018 zurück, und zwar zum Blockchain-Projekt namens Diem. Diem wurde von Meta, damals noch Facebook, entwickelt. Ursprünglich war das Projekt auch unter dem Stablecoin-Projekt Libra, dem potenziellen Facebook-Coin, bekannt. Diem wurde jedoch dann 2022 auf Druck der Regulierungsbehörden eingestampft. Auch wenn es damit für den Facebook-Coin offiziell zu Ende war, so wirken heute noch ehemalige Diem-Mitarbeiter bei Aptos mit. Jahrelange Entwicklungsarbeit sollte nicht umsonst sein. Aptos übernahm im Zuge dessen auch eine der Schlüsseltechnologien von Diem, und zwar die Smart Contract-Programmiersprache Move. Move soll die Lücken zwischen Sicherheit und Flexibilität für Smart Contracts schließen, die man wiederum braucht, um dezentrale Anwendungen, die Apps für den Web3-Bereich zu entwickeln. Und das Ganze am besten so schnell und einfach wie möglich. Für das neue Projekt Aptos gründeten CEO Moshe Eeg und CTO Avery Ching, beides ehemalige Diem-Mitarbeiter, 2022 das Unternehmen Aptos Labs. Shaik hatte vor Meta für Unternehmen wie KPMG, BlackRock, Consensus oder die Royal Bank von Kanada gearbeitet. Ching war vor Meta Entwickler bei Yahoo. Seit wir Meta verlassen haben, konnten wir unsere Ideen in die Tat umsetzen, bürokratischen Aufwand abbauen und von Grund auf ein völlig neues Netzwerk aufbauen, das sie in die Tat umsetzt. 2022 ging dann alles Schlag auf Schlag. Ende Januar 2022 wurde Diem an die Kryptobank Silvergate für schlappe 182 Millionen Euro verkauft. Silvergate selbst löste sich jedoch Anfang 2023 als Folge der FTX- und Bankenkrise auf. Im März 2022 begann die erste Aptos-Seed-Runde mit bekannten Risikokapitalgesellschaften wie Andreessen Horowitz oder Multicoin Capital wurden 200 Millionen Dollar eingesammelt. Weitere 150 Millionen kamen im Juli 2022 in einer Serie A Finanzierungsrunde zu. Auch hier wiederum beteiligten sich bekannte VCs wie Sam Bankman-Frieds FTX Venture oder Jump Crypto. Ja, das war noch die Zeit, als SBF aktiv im Business war. Im September, einen Monat bevor das Mainnet live ging, investierte Binance Labs. Es war eine Folgeinvestition auf die 1. März. Die genaue Summe in beiden Fällen mysteriöserweise unbekannt. Diese Reihe an Investitionen machte Aptos 2022 zu einem der populärsten Venture-Capital-Projekte in der gesamten Blockchain-Branche. Der erste Block, der Genesis-Block, startete am 12. Oktober. Und jetzt wird spannend, pass auf. Aptos machte die offizielle Ankündigung zum Mainnet erst 5 Tage später, am 17. Oktober. Am 19. Oktober wurde der Aptos-Token an großen Börsen wie FTX und Binance gelistet und handelbar. Eben genau die Börsen, die ihr davor in Aptos investiert hatten. Auch die genaue Tokenverteilung war zum Start der Blockchain nicht klar einsehbar und wurde nachgereicht. Ein Blick auf den initialen Verteilungsplan verriet, von den ersten 1 Milliarde Tokens wurden knapp die Hälfte unter Kernmitarbeitern der Foundation und den Investoren verteilt. Die andere Hälfte, 51%, also 510 Millionen Tokens, gingen an die Community zur Förderung des Ökosystems. 80% dieser Community-Tokens werden aber dabei wiederum von der Foundation gehalten, die anderen 20% von Aptos Labs. Über 10 Jahre sollen diese Community-Tokens neben den Foundation-Tokens kontrolliert freigegeben werden. Einige dieser Tokens aus beiden Pools gingen initial raus. Die Tokens für die Investoren und die Kernmitarbeiter unterliegen hingegen einer Sperrfrist von 4 Jahren und dürfen danach erst stufenweise freigeschalten werden. Bis heute erntet Aptos Kritik für seine mangelnde Transparenz zum Auftakt, gefolgt von der starken Investition durch Risikokapitalgesellschaften. Die Sorge, Großinvestoren seien bei der Tokenverteilung bevorzugt worden, Kleinanleger könnten abgezockt werden. Als Dank für die Unterstützung der Community kündigte die Aptos Foundation am 19. Oktober den ersten Airdrop an.
Über 20 Millionen Tokens an über 124.000 ausgewählte Teilnehmer sollten dafür bereitgestellt werden. Bis zum 25. Oktober konnte man seine kostenlosen Tokens beanspruchen. Doch der große Auftakt samt Listing und Airdrops lief für Aptos dann nicht ganz so rosig. Der Airdrop soll angeblich ohne striktes Abwehrsystem durchgeführt worden sein. Berichtet wird von Sybil-Angriffen auf das Netzwerk. Die Nutzer verkauften den Token direkt auf den Börsen ab. Der Tokenkurs sackte innerhalb der ersten Handelszeiten über 40% ab. Der Discord-Server wurde zwischenzeitlich für Fragen deaktiviert, sodass nicht jeder auf den Airdrop zugreifen konnte. Angeblich, um Community-Spams zu verhindern. Auch bei der Börse FTX holperte es gewaltig. Wu Blockchain berichtete, dass Nutzer die Website nicht öffnen und ihre Positionen schließen konnten. Laut FTX ein Ausfall des APT-Contracts. Wir erinnern uns daran, dass FTX einen Monat später im November 2022 hops ging. Bei dem Nutzerchaos hin oder her, wie stand es um die Blockchain? In den ersten Starttagen soll ein kritischer Fehler in der Move Virtual Machine aufgedeckt worden sein. Der Fehler konnte glücklicherweise behoben werden. Ein Entwickler teilte auf Twitter seine Screenshots. 4 Transaktionen pro Sekunde liefen zu Beginn über die Blockchain. Das sei weniger als Bitcoin schafft. Aptos sei kaputt. 4 TPS, eine Aktivität, die weit von dem Ziel entfernt war, schnellste Blockchain zu werden. Dazu die Verbindung mit FTX, ein chaotischer Airdrop. Manche fragten sich, war Aptos seriös oder ein Scam? Und dann kam Google. Die Partnerschaft zwischen Aptos und Google Cloud November 2022 markierte eine positive Trendwende. Google Cloud soll einen Validator auf der Aptos Blockchain betreiben. Aptos wählte Google als Infrastrukturanbieter als den Ort aus, um Aptos-Knoten und die Apps zu betreiben. Aptos Blockchain-Daten werden außerdem in den Datenanalysedienst BigQuery indiziert und Entwicklern zur Verfügung gestellt. Über diesen Zugangsweg sollen diese noch einfache Anwendungen auf Aptos bauen können. Ein Accelerator-Programm und gemeinsame Hackathons, also Entwicklerwettbewerbe, sollen zusätzlich den Aufbau der Web3-Branche boostern. Im April 2023 trat die Aptos Foundation außerdem dem Web3-Startup-Programm von Google Cloud bei. I see the Aptos and Google Cloud partnership giving users and developers infrastructure that allows them to build easily. With things like BigQuery, developers in the ecosystem feel very confident. Google Cloud can help us go to market faster in 3 ways. The first is developer tooling. The second is ecosystem fund and supporting. And the third is continuing to support the network growth and providing continuous infrastructure and reliability. Hey, du bist bereits Krypto-Investor und suchst nach Feinschliff für dein Portfolio, tust dir schwer mit der Analyse von Kryptowährungen? In meinem Kurs zeige ich dir, wie du in 5 Schritten deine Krypto-Investments verbesserst. Gemeinsam definieren wir deine finanziellen Ziele, analysieren Coins und gestalten ein maßgeschneidertes Portfolio. Dein Weg zum optimierten Krypto-Portfolio beginnt hier. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Auf Google folgten 2023 weitere Partnerschaften. Hier mal die spannendsten. Die eine ist eine Partnerschaft mit Microsoft. Zusammen wollen die beiden Schnittstellen zwischen KI und Web3 schaffen. Kombiniert werden dabei der Azure OpenAI Service von Microsoft mit der Aptos Blockchain-Infrastruktur. Entwickler können zum Beispiel mithilfe des KI-Chatbots Aptos Assistant einfacher Smart Contracts erstellen. Auch nach Lösungen für den Finanzsektor wird gesucht. Dazu zählen Bereiche der Tokenisierung, Zahlungsdienstleistungen und digitales Zentralbankengeld. Dann ein weiterer Partner ist Mastercard. Aptos Labs unterstützt Mastercard bei seinem eingeführten System Crypto Credential. Dabei handelt es sich um ein On-Chain-Identitäts- und Verifizierungsframework, das über Standards den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr erleichtern möchte. Das Pilotprojekt beginnt zwischen den USA, Lateinamerika und der Karibik. An dem Mastercard Crypto Credential Projekt nehmen bereits Wallet-Anbieter wie Bit2Me oder Uphold teil, sowie andere Blockchain-Partner wie die Solana Foundation, Polygon oder Ava Labs. Ist also nicht der einzige Partner von Mastercard. Dann Universal Pictures. Im September starteten Aptos und Universal Pictures ein weiteres Web3-Projekt für die Filmfans, diesmal für den Exorzisten. Fans konnten über den Ticketkauf unter anderem exklusive Kunstwerke sammeln und an Gewinnspielen teilnehmen. Wenn wir planen, digitale Sammlerstücke für jede Kinokarte, jedes Produkt oder für jedes immersive Fanerlebnis zu erstellen,
brauchen wir eine Technologie, die dieser Größenordnung gewachsen ist. Aptos ist darauf ausgelegt. Bereits Anfang 2023 haben Aptos und Universal an einem interaktiven Web3-Spiel zusammengearbeitet. Und zwar für den Dracula-inspirierten Horrorfilm Renfield. Es ging darum, einfach das Fan-Engagement zu erhöhen. Und als letztes Beispiel Alibaba Cloud. November 2023 wurde diese Zusammenarbeit bekannt gegeben. Aptos und sein neuer Infrastrukturpartner wollen gemeinsame Web3-Initiativen im Asia-Pazifischen Raum starten. Wie will Aptos eigentlich jemals 150.000 Transaktionen pro Sekunde erreichen? Es sind mehrere technologische Designs, die zu diesen hohen Transaktionsdurchsätzen beitragen sollen. Beispielsweise soll die Engine von Aptos, die Block-STM, Transaktionen bündeln können und parallel verarbeiten können. Viele andere Netzwerke, wie die Virtual Machine von Ethereum, können ihre Transaktionen nur hintereinander, sprich sequenziell, ausführen. Laut White Paper erzielte man in Simulationen 8 bis 16 Mal schnellere Ergebnisse im Vergleich zu solchen sequentiellen Engines. Weiterhin sollen die modularartige Netzwerkarchitektur und der spezielle Staking-Mechanismus Aptos BFT zur Netzwerkeffizienz beitragen. Auch Sharding-Methoden sollen bei der horizontalen Skalierung helfen. Aptos setzt dazu auf das Konzept des homogenen Status-Shardings, welches von Grund auf im Programmier- und Datenmodell angelegt wurde. Stichwort Datenmodell, auch das ist speziell. Aptos nennt seine Smart Contracts Move-Module. Der On-Chain-Status organisiert sich jetzt einerseits in diesen Modulen und andererseits in Ressourcen. Im Gegensatz zu Ethereum, wo jeder Smart Contract seinen eigenen Speicherplatz verwaltet, hat ein Modul keinen eigenen Speicher. Die Daten werden stattdessen innerhalb der individuellen Konten gespeichert. Soweit ich das verstanden habe, soll jetzt dieses Datenmodell die Ausführung von parallelen Transaktionen reibungsloser machen und die Sicherheit der Contracts erhöhen. Noch ein paar Infos zum Aptos-Token. Denn der Token ist inflationär und hat keinen Maximalvorrat. Die anfängliche Inflationsrate für die Staking Rewards beträgt 7% und sinkt maximal jährlich um 1,5% auf eine Untergrenze von 3,25% ab. Transaktionsgebühren werden momentan verbrannt. Per Community-Abstimmung sind jedoch Änderungen, diese Tokenomics zukünftig nicht auszuschließen. Zum Stand des Videos sind über 334 Millionen Tokens im Umlauf. Über 80% der Tokens werden gestaked, wobei es sich bei diesen gestakten Tokens sowohl um gesperrte Tokens als auch um freigegebene Tokens handelt. Manche finden diese Staking-Menge zu hoch. Zu viel Kontrolle durch nur wenige Parteien. Übrigens, Token-Unlocks bei Altcoins wie Aptos können, wie die Vergangenheit zeigt, einen kurzzeitigen Verkaufsdruck auslösen. Der letzte Unlock fand zum Beispiel zum Stand des Videos am 12. Januar 2024 statt. Aptos setzte dabei über 24 Millionen Aptos-Token frei, was knapp 8% der Umlaufmenge entspricht. In ähnlicher Weise sank der Preis bereits nach der Freischaltung im November. Selbes Spiel im Dezember 2023. Da ging der Preis innerhalb von 6 Tagen zwischenzeitlich um 18% runter. Ich wollte wissen, wie erfolgreich Aptos heute ist und ob er seinem Ruf als ein Solana-Killer gerecht wird. Zunächst habe ich mir die Zahl der Nutzer angeschaut. Nach Angaben von Aptos Explorer knackte die Zahl der monatlich aktiven Nutzer die 1 Million Anfang Januar. Solana zählt auf der Webseite stolze 11,5 Millionen aktive Nutzer, wobei innerhalb des letzten Monats Mitte Dezember über 1,2 Millionen aktive Adressen getrackt wurden. Ein direkter Vergleich dieser Nutzerzahlen ist an dieser Stelle schwierig. Man kann jedoch sagen, dass beide Netzwerke in den vergangenen Wochen einen guten Aktivitätsschub erlebten. Ein Unentschieden. Als nächstes habe ich die tatsächlichen und die theoretischen Transaktionen pro Sekunde verglichen. Die momentane TPS von Aptos beträgt Stand Januar 2024 um die 15 TPS. Das TPS-Allzeithoch der letzten 30 Tage lag bei 323. Die bisher gemessene Spitzentransaktionsrate liegt laut interner Angaben bei über 7.300. Geplant wären in Zukunft ja theoretisch an die 150.000 TPS. Dagegen beträgt Solanas aktuelle TPS im Schnitt um die 3.000. Theoretisch will Solana aber um die 65.000 TPS schaffen. Der Vergleich zeigt,
Aptos-Aktivität nimmt zwar zu und ist zum Glück nicht mehr so niedrig wie zu Beginn, aber Theorie und Praxis klaffen hier noch weit auseinander. Theoretisch wäre Aptos schneller als Solana, tatsächlich ist Solana aber aktiver. Wir kommen zu den Validatoren. Das Aptos-Netzwerk zählt aktuell rund 125 aktive Validatoren, bei Solana sind es über 2000. Auch hier hat Solana klar gewonnen, denn Validatoren sind nun mal für die Sicherheit und Dezentralisierung in einem Netzwerk verantwortlich. In einem weiteren Schritt habe ich mir den TVL-Wert angeschaut, also wie viel Kapital in Form von Smart Contracts auf einer Blockchain gebunden liegt. Auch hier wird klar, Solana hat unter allen Nicht-Ethereum-Blockchains die Nase weit vorn. Mit einem Anteil von aktuell über 30%, Aptos dagegen kommt hier gerade mal auf ein Zehntel von Solanas TVL mit knapp 3%. Nimmt man jetzt eine Zeitspanne zwischen dem 1. Dezember und dem 1. Januar, erkennt man Folgendes. Innerhalb dieses ausgewählten Monats von mir verdoppelte sich ganz grob das TVL von Aptos, aber auch das TVL von Solana. In Summe, Aptos kann vom TVL-Wachstum mithalten, doch läuft nicht auf der Überholspur. Analog dazu verhält es sich mit der Anzahl an dezentralen Anwendungen und Projekten. Im Aptos-Ökosystem findet man aktuell laut Homepage 107 D-Apps verschiedenster Kategorien von DeFi, NFT oder Social-Apps bis hin zu Wallets und Infrastrukturanwendungen. Im Solana-Ökosystem findet man mehr als sechsmal so viel, über 677 Projekte. Alles in allem, Aptos wächst, aber andere Layer-1-Blockchains wie Solana wachsen eben auch. Ein Solana-Killer ist Aptos also momentan nicht für mich. Um eine zu werden, müsste Aptos explosiver wachsen. Und um das zu schaffen, muss die Blockchain erstmal die eigenen Erwartungen an eine gute Web3-Infrastruktur erfüllen. When we think about Aptos and how it's positioned in the market as a network, we want it to be a network that stands the test of time. It's infrastructure. And infrastructure needs to be reliable. It needs to be scalable and it needs to continue to evolve. Wer in Aptos investiert oder bereits in Aptos investiert hat, der sollte die Kontroverse. Da war ich jetzt aber hier euphorisch hier auf den Tisch geschlagen, Leute. Statement. Wer in Aptos investiert oder bereits investiert hat, der sollte die kontroverse Vergangenheit kennen. Für die Zukunft hat Aptos die Chance, das Vertrauen zurückzugewinnen. Wenn sich dann auch noch die Durchsatzrate erhöht, dann kann die Jagd auf Solana losgehen. Tja, das war noch die Zeit als LP. Doch der große Auftakt samt Listing. Als Dank für die Foundation. Wenn du in Zukunft informiert bleiben möchtest, abonniere den Kanal und dann tschüss.